meine Freunde, Schalker-Freunde, Glück auf. Ja, willkommen wieder in mein Studium. Ja, Samstag ist das Spiel in Wolfsburg gegen den Tabellendritten der Bundesliga. Ja, sie haben 5 Punkte Vorsprung vor dem 5. Platz. Die wollen, denke ich mal, unbedingt in die Champions League. Ja, bei denen fehlen 4 Spieler. Das ist einmal der Xaver Schlager, dann Marens Lacroix, glaube ich, wie man das richtig ausspricht. Dann Paulo Ottavio und Renato Steffen. 4 Spieler, die denen fehlen. 3 davon gelb gesperrt, einer verletzt. Trotzdem haben die auf der Bank eine starke Ersatz, sagen wir so, gute Ersatzmänner, meine Fresse. Gute Ersatzleute dafür, sagen wir mal so. Und die darfst du nicht unterschätzen. Das Pokalspiel in Wolfsburg, da haben wir wirklich unser bestes Spiel gemacht. Aber durch dieses Spiel weiß Wolfsburg ganz genau, auf was sie sich einlassen. Aber da wir jetzt einen neuen Trainer haben, haben wir wieder einen anderen Spielstil. Und denke mal, der Oliver Glasner ist ein schlauer Trainer bei Wolfsburg, macht da eine sehr gute Arbeit, weiß, wie er die Mannschaft gegen uns einstellen wird. So, mehr zu Wolfsburg möchte ich nicht, jetzt mehr zu uns. Ja, wie sieht das bei uns aus? Ja, mit den verletzten Spielern hat sich noch nichts geändert. Noch nichts geändert, da kommen keine Spieler wieder zurück. Die Frage ist nur bei Amin Harit. Bei der Pressekonferenz sagte unser Trainer, dass bei ihm ein Fragezeichen steht und er vom Spieler grünes Licht haben will. Wir warten noch ab bis Freitag, vielleicht auch spätestens Samstag beim Spiel. Wenn er da grünes Licht gibt, wird er, denke ich mal, direkt von Anfang an spielen. Und der Gramotzis hat ja gesagt, wir müssen auf jeden Fall gegen Wolfsburg kompakt stehen. Wir müssen aggressiv spielen. Und da hat ihn auch einer mal gefragt, ja, was ist mit gelben Karten? Da sind 1, 2 Spieler wie Stamboli, 4. gelbe, kann möglich sein, dass er die 5. kriegt und dann gesperrt ist. Hat er ja ganz sympathisch auch gesagt, wenn ich jetzt meinen Spielern sage, passt auf, dass ihr euch keine gelbe Karte holt, lachen die mich aus. Hat er vollkommen recht. In einem Spiel kannst du nie schauen, ey, jetzt muss ich vorsichtig sein wegen der gelben Karte. Nein, da hast du 19 Minuten mit Emotionen zu kämpfen, mit alles drum und dran, da denkst du nicht an die Karte. Und bei uns fehlen ja reichlich viele. Das ist der Ralf Herrmann, Kilian Ludewig, Salif Sané, Matija Nastasic, Nabil Bentaleb, Nazim Boujaleb, Skripski, Markut, Pacienza, Klaas-Jan Huntelaar. 10 Spieler, die alle verletzt sind. Omar Mascarell ist nicht dabei wegen der 5. gelben Karte. Er ist gesperrt. Das ist er ja noch, kommt auch noch dazu. Ja, und was unser Trainer ja sagt, nicht nur noch kompakt stehen, hinten defensiv haben wir ja schon mal auf jeden Fall besser gemacht. Freistöße oder Ecken standen wir diesmal bei Standardsituationen gut hinten, muss man sagen. Ja, aber offensiv hat er ja auch bemängelt. Offensiv muss mehr kommen. Auch unser Mittelfeld soll sich nicht die ganze Zeit immer zurückziehen nach hinten, sondern auch mal nach vorne, aber kontrolliert spielen. Ja, und zu den Stürmer fand ich gut, was er gesagt hat. Und ich hoffe, dass unsere Stürmer das mal auch mal verinnerlichen, was der Trainer gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe mir das kurz aufgeschrieben, wenn unsere 2 Stürmer überspielt werden, dürfen sie nicht starr vorne stehen bleiben, sondern sollen sich direkt eine Position suchen, die beim Ballgewinn des vielversprechenden für einen Konter ist, nahm der Coach die Offensive in Pflicht. Das heißt, unsere Stürmer, wenn sie jetzt angreifen, wie der Rahman zu einem, der läuft ja manchmal wie so ein Besessener mit voller Spur drauf los, wird mit einer Täuschung wird er ausgespielt. So, und dann trabt er zurück. So, und der Trainer möchte, auch bei Hoppe, der Trainer möchte, wenn die ausgespielt werden, unsere Stürmer, sich schon mal so eine Position hinstellen, das heißt, mitdenken als Stürmer, du gehst zurück, aber achtest, wie kann ich mich hinstellen, wo stelle ich mich hin, wenn ein Konter kommen könnte, heißt, wenn wir einen Ballgewinn haben, direkten Konter, wie ich mich positionieren kann, um
dass der Mittelfeldspieler den Ball schön in eine Schnittstelle spielen kann, wo ich als Stürmer weiß, aha, wenn ich da stehe, kann er mir auch den Ball dahin spielen. Aber nicht, wenn ich einfach da rumlaufe wie so ein Hühnerhaufen und wenn unsere Mittelfeldspieler dann den Ball haben und unsere Stürmer stehen irgendwo, deswegen mitdenken. Aber nicht nur für die Stürmer, für alle, für die ganze Mannschaft ist das. So denke ich. Und Gramozit hat einen Plan, Gramozis, unser Coach. Und ich denke mal, dieser Plan könnte in Erfüllung kommen, hoffe ich. So, meine Aufstellung, sagen wir so, die Aufstellung vom Coach. Ich gehe mal davon aus, das wird das gleiche System sein wie gegen Mainz. 3-5-2, er will ja kompakt stehen. So, meine Aufstellung ist, ich gehe mal davon aus, wir werden auch so spielen, weil andere Möglichkeiten haben wir nicht. So, warte, meinen Stift brauche ich. So, im Tor Rönhoff, klasse gehalten nach seiner Verletzung, er war wieder da, ob er nie gefehlt hätte, Rönhoff. Wir spielen wieder mit einer Dreierkette, 3-5-2, rechts Becker, Mustavi, letzter Mann, sagen wir in der Mitte zentral und schau links. Mustavi, er spielt hier für mich wie der Libero, wie ein Libero hat er gespielt gegen Mainz. Der hat da wirklich jeden Ball weggehauen, was kam, hat sich reingeschmissen in den Ball, so möchte ich den sehen. Und so denke ich mal, wird er auch gegen Wolfsburg sein. Er muss auf jeden Fall auf den Weghorst aufpassen, auf den müssen wir wirklich aufpassen. Ich sage das jedes Mal gegen den und dann macht er immer eine Hütte gegen ihn. Aber diesmal müssen wir hier, Mustavi, wichtigster Mann. So, dann werden wir mit einem Fünfer Mittelfeld spielen. Hier, unser Fünfer Mittelfeld. Weil wir spielen ja 3-5-2. So, bleibt uns ja auch nichts mehr, nicht mehr übrig. Mascarell ist ja ausgefallen. Wird der Stamboli als Sechser mit Kolasinac wieder spielen? Der Kola wird wieder auf der Sechser Position spielen. Wie der Trainer jetzt gesagt hat, wir brauchen Power, Energie. Er läuft ja auch nach vorne, aber läuft auch wieder defensiv nach hinten. Hat aber auch Probleme gehabt gegen Mainz, muss man auch zugeben. Stamboli wird neben ihm spielen. Und ich denke mal, die werden wirklich mit Power spielen und nicht mal diesmal bitte nicht wieder Krämpfe kriegen oder so. Kolasinac ist wieder fit, ist auch wieder einsatzfähig. Über rechts wird der William kommen. Der andere Alternative haben wir zurzeit leider nicht, aber er wird 100% spielen, kann ich davon aus. Und ich hoffe diesmal, dass der William so spielt wie in dem Pokalspiel gegen Wolfsburg. Da hat er wirklich mit dem Becker eine klasse Partie gemacht. Und ich denke mal, er wird so motiviert sein, gehe ich davon aus, der wird wirklich eine gute Partie wieder spielen. Und über links spielt unser Kerem Çalhanoğlu, unser A-Jugendspieler, der gegen Mainz für mich wirklich ordentlich gespielt hat. Für sein erstes Spiel hat er das wirklich klasse gemacht. Die Erfahrenen werden den unterstützen, wie er es auch gesagt hat. Und ich denke mal, der wird jetzt noch eine Schippe drauflegen. Da man darf sich ja nicht ausruhen, weil man einmal nur ein gutes Spiel gemacht hat. Weiter Gas geben, wie der Büskens ihm gesagt hat. Weiter Gas geben. So, bei mir, ich würde dann vorne ganz anders spielen als unser Trainer. Serdar würde ich hier hinter den Spitzen spielen lassen. Warum? Weil der Serdar ist für mich ein Typ zurzeit, er kann auch die Wege nach hinten machen. Und er kann auch mal von der zweiten Reihe schießen. So würde ich ihn spielen lassen, weil er läuft auch links, rechts. Ich weiß, er dribbelt manchmal zu viel und das wird der Trainer dem bestimmt auch sagen. Aber er macht auch dann die Wege, was der Harit, wenn er spielen sollte, nicht machen kann, weil er ist nicht so einer wie der Serdar, der auch nach hinten kämpft, die Zweikämpfe sich sucht und auch sich in die Zweikämpfe reinwirft. Außer er darf nicht zu viel dribbeln, wie letztes Mal gegen Mainz ist er oft hängen geblieben. So, dann würde ich aber spielen mit Rahman vorne in der Spitze und mit einer hängenden Spitze mit dem Harit. Wenn er wirklich fit sein sollte, ne? Nochmal, wenn er fit sein sollte, deswegen auch ein Fragezeichen, würde ich den Harit hinter den Rahman spielen lassen. Den Hoppe würde ich eine Pause geben, weil er braucht die Pause und Harit ist einer vorne, er dribbelt, er zieht immer zwei, drei Abwehrspieler auf sich zu, weil er mit seinen Dribblings ist ja auch stark. Der macht ja die einen Haken, zwei, manchmal macht er ja auch drei, vier Haken zu viel, da hätte er eher abspielen müssen. Aber das weiß, hat ja auch der Trainer auch angedeutet, manchmal müssen wir in der Zone, sich hier im Strafraum, in der Zone, eher den Ball spielen, den freien Mann suchen. Und für mich wäre der Harit hinter Rahman
sagen wir, die versteckte 9 noch, klasse, weil der Hoppe braucht eine Pause. Haben wir alle gesehen, er braucht eine Pause. So würde ich auflaufen. Das wäre meine Stammformation. Aber wenn Harit nicht spielen kann, dann wird der Hoppe spielen, aber im Sturm mit dem Rahman zusammen. Wenn Harit nicht spielen sollte. Ja, das ist mein Plan gegen Wolfsburg. Und ich glaube, unser Coach wird auch einen guten Plan haben. Er ist auch heiß drauf. Und ich gehe mal davon aus, die Jungs wissen, was auf sie zukommt. Bielefeld hat verloren gegen Bremen. Sind noch immer die 9 Punkte. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich sag, ich wette kein Pfennig auf die. Aber Wolfsburg hat letzte Woche verloren. 4 fehlen bei denen. Wir spielen, uns haben sie alle abgeschrieben, wie ich. Ich habe unsere Mannschaft auch abgeschrieben, aber unsere Mannschaft, nicht unserem Verein. Nicht mein Schalke habe ich nie ab, schreibe ich nie ab. Aber die Gurken schreibe ich ab. Aber wenn der Gramozis das wirklich hinkriegt, dass es wirklich kompakt stehen, wirklich die Beißen auf was, und wir irgendwie das glückliche 1-0 mal in Führung gehen, wirklich einfach mal in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel 1-0. Weil dann wird das für Wolfsburg schwer, weil wir uns wirklich dann reinbeißen, reinschmeißen in jeden Ball. Ich hoffe, mein Tipp ist 1-0 für Schalke, mit viel Glück, wenn wir wirklich mal in Führung gehen würden. Ich hoffe nicht, dass das anders wird, weil ich habe keinen Bock, wieder sauer zu werden. Nein, Spaß. Das ist meine Aufstellung. Die Taktik wird sowieso ein 3-5-2 sein, wie unser Trainer sagt. So, schreibt ihr, meine Freunde, in die Kommentare, wie ihr das Spiel seht, wie ihr spielen würdet. Ich denke mal, ihr würdet auch mit diesem selben System spielen, weil anders geht nicht zurzeit, weil uns zu viele Spieler fehlen, zu viele. Schreibt in die Kommentare. Es ist nicht ein gutes Gefühl. Ich sage nur, wir müssen mal 1-0 in Führung gehen, egal wie, mit ein bisschen Glück. Und dann retten wir das Spiel über die Zeit, weil jetzt ist Wolfsburg fällig und wir sind auch mal fällig, mal wieder zu gewinnen. Ja, so, schreibt mal reichlich in die Kommentare und dann sage ich mal Glück auf. Bis zum nächsten Video. Euer Schalker. Ciao.